Ja, tot. Vorher gucken wir mal hier rein ins Nebenzimmer. Haben wir noch so viel Zeit? Da hampelt nämlich auch schon einer rum hier. Keine Angst, tot. Wir machen schnell Platz. Gut, und dann können wir uns hier nämlich mal kurz umschauen. Meine komischen Anzüge immer wegsaugen. Ich kann so tot ansaugen. Ich spiele ein bisschen Klavier. Mein Tod! Ah, jetzt kann ich nochmal spielen, weil die Noten jetzt da erscheinen. Jetzt. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch der eine da auf dem Saal. Wo ich allerdings nicht weiß. Nicht weiß, wie du den bekommst. Tot, Mann. Ah, vielleicht kann ich ja Tote hochschleudern. Und wer holt mir das denn? Tod, komm mal her. Wenn du richtig zielst, ja, oder ist er? Warte mal, muss ich vielleicht auf den Stuhl da schleudern? Warte mal. Warte mal. Kann man nicht genau ziehen. Tod, sag mir, wo ist noch ein Juwel? Ist ja auf jeden Fall noch irgendwas. Hier weiß ich selbst nicht, wo es ist. Da muss man dann im nächsten Part wahrscheinlich nochmal schauen. Vielleicht da oben irgendwo, keine Ahnung. Keine Ahnung, fällt mir jetzt nicht ein. Aber komm, Tod, wir gehen erstmal zum Aufzug. Halt mal, kann ich denn... Nein! Ich würde immer davor schleudern. Nö, okay. Gehen wir zum Aufzug. So, nach dir tot. Ach, ihr geht alleine. Dann ist so gut. Omi. Oh, die Alte beobachtet mich. Ach du
Scheiße, jetzt so eine komische Katze, ey. Das ist ein Dombusch. Ja, scheiße, ich bin zu gut, hä? Ja, geht. Luigi, du hast da einen deiner Freunde wiedergefunden. Wie viele Vermisste sind es denn jetzt noch? Ah, zwei Toads und Prinzessin Peach. Ach, und dein großer Bruder, das ist ja auch, der ist ja auch noch in Gefangenschaft. Es ist also noch richtig zu tun, nun denn viel Glück hierher. Also Mario kommt bestimmt zum Schluss dran. Da ist mal die Toads, den Peach und den Mario, schätze ich mal. Jetzt tun wir mal unseren Knopf einsetzen. Wie gesagt, wie fällt der Vierte? Denn wie gesagt, den weiß ich noch nicht, wie ich den bekomme. Oh, ja. Ja. Yeah. Oh. Oh, yeah. So. Stockwerk 6 Spukschloss. Ach du Scheiße. Aber hier habe ich, wo kriegt man das hier her? Das ist noch ein zweiter Kellerbereich anscheinend. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bis 15 geht's. Da haben wir ja fast die Hälfte schon. Gehen wir zum Spukschloss eigentlich schon, ne? Ja. Oder? Ja. Zum Spukschloss, ach du Scheiße. Aber ich werde vorher mal beim Labor vorbeischauen, ob man da irgendwie sehen kann, wo du die Buhus schon gefangen hast. Weil wenn nicht, das wäre schon nicht so geil. Dann suchst du dich ja erst ab. Oh, oh. Vor allem ein Spukschloss in einem Hotel drinne. Was? Zur Hölle. Okay, so. Jetzt will man schnell zum Labor. Ah, so geht das. So. Shipping-Netzwerk erstmal. Oh, Buchufinder. Buchufinder gibt's diesmal. Wo kann ich eigentlich noch sehen, wie viel ich davon hab? Auf der Karte ist jetzt der Auftragsort eines Buchs zu sehen. Guck mal, ich alle Kurven, oder? Also wir kurven mal noch. Weil wozu soll ich mir jetzt ins ausheben? Vier Stück, da habe ich noch 4000. Ja. Guck mal, ich alle Kurven. Weil für was soll ich mir jetzt ins sparen? Also für Knochen habe ich jetzt erstmal einen. Dann brauche ich keinen zig Knochen, brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, Galerie. Gucken, ob es angezeigt hat, wo wir Buhu schon haben. Geister. Schlingel, Wüterich, Werfer. Und der kleine Mini-Schlingel. Zählt er zu seltene Geister? Auch nicht. Was sind denn mal seltene Geister? Das war ja ein Boss. Der Typ, wie ist denn der? Tastentorsten. Okay. Hier sieht nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 Bosse. Ubu. Kungbu. Bulldogge. Na, die drei haben wir. Aber ich kann trotzdem nicht sehen, wo ich Buhus hab. Das ist natürlich nicht so gut, also. Gut, ich habe jetzt den Buhufinder, da sehe ich es ja genau. So, hier haben wir in der ersten Etage nochmal alles. Halt im Konzertbereich fällt uns noch eins. Und im VIP-Zimmer, wo wir noch nicht lang können. Jetzt Spukschloss.
Wo komme ich jetzt wieder zurück, ja? Gut. Dann erkunden wir noch ein bisschen das Spukschloss. Und dann kann ich den Part eigentlich beenden. Aber erstmal gucken, ja. Geld. Sind wir sehr leise hier. Fucking Fledder. Maus, hallo. Nein, ich will doch nicht. Die kann ich wahrscheinlich mit dem Pfeil, oder? Nö. Den Rittern kann ich auch nicht machen. Ne, mit den Rittern kann ich nichts machen. Das Feuer löschen? Ja. Ah. Ein Geldgeist. Komm her. Boah. Also sie gut versteckt, der Kleine. Aber wir haben gefunden. Hier gibt's nichts. Das ist Feuer mal von Geisterhand allein an jetzt. Das da oben, kann ich das irgendwie? Hm. Kann man nur schmarrn. Kann ich das auch löschen? Dann muss ich hier alles das ganze Feuer löschen. Ne, hätte ja sein können. So, da gibt es wohl ein Juwel. Oha, hier jetzt ein Schloss. Da kommt man mit Sicherheit nicht einfach so rein, oder? Hier ist eine Kiste, da komme ich auch nicht hin. Da muss ich bestimmt mit Luigi durch. Da werde ich nicht einfach so durchkommen. Oder müsst beide Flammen löschen. Nee. Hat mich jetzt geschadet. Da oben ist auch irgendwas, seht das? Hm. Ja, ich muss mit Luigi durch. Oh, halt! Warte mal. Ist ein Schwert? Nee, ich dachte, ich könnte das Schwert da irgendwie durchschlagen. Ne, da werden wir mit dem Luigi durch müssen. Und hier ist ja wie so ein Hebel. Den ich. Oh Gott sei Dank, den ich nicht. So. Schon sind wir drinnen. Warte mal, kann ich hier nicht. Guck mal. Ja, I know. Ich dachte, hier ist irgendwas versteckt, damit man da in die Ecke kann. Mehr ist hier, glaube ich, nicht, oder? Irgendwas machen? Doch, da im Wasser ist noch Geld, aber.
Mehr ist da auch nicht. Ja, muss mal runter, glaube ich. Mehr sehe ich hier nicht. Okay, betreten wir das Buchschloss. Puh. Kann man den Teppich hier wegnehmen? Oh, diese Statuen kann man anziehen. Hier gibt es auch wohl ein Juwel. Gibt's ein Juwel, aber wo? Ah, gut. Hab schon. Also normalerweise muss hier einer drin sein. Ja, hier kriegen wir Schwerter als Juwelen. Das finde ich cool, dass wir in jedem Raum verschiedene Formen haben, diese Juwelen. Das ist gut. Jetzt geht's hier. Jetzt geht es hier. Kann man hier rein? Nee, da ist auch ein Durchgang. Ach, hier. Da ist ein. Da komme ich nicht. Komme ich auch nicht hin. Kommst du nicht rein? Andererseits auch nicht. Doch, hier. Eine Kiste. Geld regen, oder? Am besten immer zweimal kontrollieren. Ja, kann ja sein, dass zweimal so ist. So, allerdings komme ich hier. Oder. Mensch. Nicht rein. Ich könnte zwar mal mit Luigi. Vielleicht siehst du es ja einfach nicht, dass du da durchkennst. Nö. Ah, ist nicht. Die Dinger kann man noch wegziehen. Ist irgendein Geheimnis los? Nö. Gut. Zum. Graf Dracula kommt hier los. Oh, was ist denn hier, ey? Jetzt habe ich irgendwas zum dagegen schleudern? Ich brauche irgendwas, was ich hier in die Statuen schleudern kann. Na gut. Ja, ob die Melonen ausreichen? Tatsache. Oh gut, Melonen können in der Ritterrüstung zerbrechen. Auch gut. So. Oh je, ich hab's kein Juwel, oder? Ne, nach links ist einer. Da rechts ist ja auch einer, oder? Kam ich ja nicht hin. Sich die. Nee. Ich dachte, die Tür muss ich aufbrechen. So, kommst du zu der Kiste? Was hat mich der jetzt schon geschafft? Da kannst du rein und irgendwie durch diese Tür. Erstmal nach links, weil das ist so ein einzelner Raum, oder? Jawohl. Kommt man überhaupt da rein? Ne, kommt man ja nicht durch. Oder warte mal. Warte mal. Da kommst du nicht rein. Mit diese. Ne, hier kommst du noch nicht rein und da hoch kommst du auch nicht. Also kommen wir nur nach links. Kommen wir nur nach links. Und da ist verschlossen. Komme ich mit Luigi da durch? Auch nicht.
Okay. Oh, jetzt ist natürlich die Frage, was musst du jetzt machen?